Moin, Tobi! Moin, Tobi! Hey, was geht? Hey! Ja, moin, Tobi! Hey! Alter! Huch! Alter Schwerverbrecher! Wie geht's dir, Tobi? Na, lang nicht gehört seit heute Morgen. Ja, mega! Hi! Hi, Tobi, na? Herzlich willkommen wieder bei 7 Days to Die in einer neuen Aufnahmesession, ja? Wir sind zufällig bei den Feldern gerade, weil wir haben offscreen so ein bisschen hier weitergemacht. Also du, ich nicht. Ja, gut. Oh, ich habe die Kartoffeln vergessen. Obwohl, nee, die muss ich nicht offscreen machen, weil die kann man ziemlich ernten. Tobi, wir haben reiche Kartoffelernte. Boah, nice. Das sind, glaube ich, das sind richtig viele diesmal. Zwei, drei müsste ich noch anpflanzen, aber ich glaube, dann haben wir bald richtig genug zu fressen. Was kann man aus Kartoffeln machen? Bratkartoffeln oder sowas? Ich glaube einfach, du kannst die Kartoffeln roh fressen oder später diese Gemüsesuppe machen. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht irgendwie. Es sei denn, es gibt noch weiterführende Rezepte, aber die weiß ich alle nicht. Vielleicht gibt es ja Kartoffelstampf, Reibekuchen, vielleicht gibt es hier ganz viele kulinarische Ereignisse und wir wissen das alles nicht. Gebackene Kartoffeln. Zweifel. Gebackene Kartoffeln, da siehst du mal, das ist doch was. Dann hau ich die auf den Grill und dann bringen die wahrscheinlich auch 2 Punkte, genau wie Mais, und wir uns das alles sparen können. Man sollte aber nicht meinen, dass bald Blutmond ist, ne? Oh. Wann ist der? Warte mal, ist der nicht jetzt schon. Warte mal. Am 21. Am 28. Nee. Doch, am 28. müsste hinkommen. Nee. Doch. Am 28. Okay, ja, dann sollten wir uns, glaube ich, bald beeilen mit dem Haus da hinten, ne? Wir brauchten noch Eisen und Zement. In den Kommentaren, ich hatte da mal reingeguckt gehabt, ich war so verrückt und habe in die Kommentare geguckt, tut mir ja wirklich leid. Oh, das, ja, ist natürlich, das war auch ein schlimmer Tag. Nein, das ist natürlich. Ja, Spaß. Oh Mann. Muss ja vorsichtig sein, die Leute glauben das ja auch noch. Eine Woche Therapie. Warum seid ihr so gemein? da hat jemand geschrieben, wir sollen so Stahlstreben nehmen. Diese Stahlgitter. Und da könnte man angeblich durchschießen. Als Fensterstahlgitter oder was? Mhm. Ah, ach so, keine Glasfenster. Ja, also wir wollen ja eh keine Glasfenster nehmen. Bei den Zwischenräumen meinst du? Ja. Ah, okay, ja, das ist eine gute Idee, das machen wir mal. Ich weiß, aber wie gesagt, ich weiß halt überhaupt nicht, ob das alles so klappt. Aber das werden wir natürlich erfahren, und wenn wir sterben, spielen wir was anderes. Ja. Weil wir dann wieder die ganze Zeit rumjammern. So, Kartoffelfeld ist fertig, wollte ich nur sagen, und wir haben noch ein paar Kartoffeln übrig, und zwar 197. Dann machen wir einfach, ja. So ganz verrückt wie wir sind, wir machen einfach einen Koop-Let's Play zu Generation Zero. Das wär's, zu viert. Ja, voll das geil. Das wäre richtig gut, aber wäre das noch wie der alte HWSQ? Ich glaube nicht. Ich bin unsicher, der alte HWSQ, wie war denn der nochmal? Der stand für Abwechslung, ja. Erik, der stand für Spaß am Spiel, der stand für alles. Also ganz anders als heute. Ja, natürlich. Ich meine, mit unserem Millionendeal für Generation Zero, wo wir ja knapp 500.000 Euro kassiert haben, pro Kopf. Ja gut, klar. Ne? Klar, also, aber dafür, das ist natürlich... Das ist halt voll der neue HWSQ jetzt. Richtig, das ist klar. Neo-HWSQ. Och, Windows. Gemeinsam erfolgreich sein. Verpassen Sie dieses Update nicht. Hau ab, Windows. Jetzt muss ich aus dem Spiel raus. Windows. Ich bin ein Windows-Update. Windows! Boah, immer wenn ich spiele, die Lüben, immer! Nicht irgendwie dazwischen oder wenn ich mal irgendwie in Photoshop bin, immer wenn ich ein Spiel offen habe, die Lüben! Oh Mann, Windows! Das jetzt nicht checken, dass da so ein Full-Display gerade läuft, das ist so. Hä, das ist nur Windows, jetzt komm mal runter bitte, ja? Kannst du ja nichts verlangen, was absolut. Au. So, Backkartoffeln, wie viel geben die denn? Kann ich das hier schon eruieren? Nein. Oh, warte mal. Kochen kann ich nicht. Warum? Du hast nicht die erforderlichen Brennstoffe. Oh, hier ist kein Holz drin. Huch. Was? Ja, ich nehme mal... Okay. Haben wir noch Holz? Nur... Also, wenn ich jetzt 320 rausnehme, haben wir nur noch 2200. Okay, das ist nicht mehr viel. Das ist erschütternd wenig, Tobi. Das ist... Ich koche mal eine Kartoffel und ich guck mal ganz kurz... Also das Maisbrot bringt enttäuschende 2. Das ist halt echt wenig irgendwie. Oh, die Kartoffel bringt 4 immerhin. Oh, cool. Das ist schon mal... Oh, das ist aber echt... Das ist gut. Ja. Dann endlich keine Eier mehr. Also essen. Lull. Bin so witzig. So, ich mach mal 192 Kartoffeln. Das dauert 11 Minuten. Nimm dir gerne welche raus. Das heißt, wir haben den Hunger endlich besiegt, Tobi. Der Welthunger ist besiegt. Geil. Huzza.
So, warte, esse ich mal hier ganz kurz. Von 81 auf 84 Stamina, jawohl. Dann muss ich auch keine Eier mehr schlürfen. Dann muss ich auch. Oh, es ist der Dream, Tobi. Es ist der Dream. Der Dream so. Kam true. Goldenrod Flowers haben wir jetzt auch. Wir haben 94 trübes Wasser. Das Wasser müssen wir, glaube ich, reinmachen, bevor wir Tee kochen, oder? Ich habe keine Hieß Ahnung. Der? Okay, wenn ich nach Tee. Achso, dann findet der Stil bei Tee. Okay, das ist nicht so gut. Wie heißt denn das hier? Spiritus? Hä, Kleber? Spiritus Ach, Rectus. Der was? Tropfen sind Chemikalien. Was? Was? Tobi, was? Bitte was? So, ach ja, wir waren ja immer noch auf der Suche nach einem Messbecher. Das ist zu exotisch gedacht. Das ist so armselig, ey. So. Goldrutentee braucht normales Wasser. Hast du Dysenterie? Diese Flasche mit süßem Goldrutentee wird dir halten. Was war Dysenterie nochmal? Dysenterie? Was war das nochmal? Keine Ahnung. In Bezug auf was? Hier steht, hast du Dysenterie? Diese Flasche mit süßem Goldrutentee wird sie heilen. Aber was ist denn das nochmal? Ist das Dünnschiss? Ne, das war Diarrhoe, ne? Genau. Ich google mal schnell. Wie heißt das? Dysenterie? Dysenterie. Ist es wahrscheinlich, wenn man unterkühlt ist, oder? Vielleicht. Durchfall. Durch, oh. Ja, dann mache ich uns ein Antidurchfallmittel, weil das dringend nötig ist. Hauptsache, wenn mir es fällt. Ja, da bleibe ich bei Kaffee, wa? Oh, der Kaffee ist mega. Der ist echt, also der taugt richtig. Das mit dem Kaffee fällt, war eine echt gute Idee. Da kann mir keiner was erzählen. So, jetzt habe ich es gesagt. Okay, Goldruten haue ich einfach mal hier ins Inventar. Weil Dysenterie, wenn wir es haben, wir können es dann Vorrat anlegen natürlich, aber das machen wir dann später mal. Wasserflaschen haben wir auch noch ein paar. Was haben wir da noch? Und wir waren eigentlich gerade dabei, habe ich nicht Zement noch gemischt? Ja, der ist im Dings drin. 454 waren das. Jetzt nochmal 560, habe ich das richtig gesehen? Ich weiß gar nicht. Und ich würde gerne natürlich noch mehr Zement mischen. Dafür läuft hier gerade... Ah ja, das war Zement, das andere wäre Betonmischung. 386 Zement. Kann es sein, dass der es abgebrochen hat? Ich weiß nicht. Dass er eigentlich noch Zement gemacht hat? Ich guck mal ganz kurz, weil davon brauchen wir bestimmt noch mehr. Fuck. Ich trau mich nie, weil wir immer hier 0. Ah ja, 100. 1000 geht nicht. Also mache ich mal 700. Ja, nein. Aber ja, aber nein. Aber ja, aber nein, aber ja. Was waren wir hier eigentlich am Skillen? Ich kann maximal 7 und 8 machen. Okay, was? Was waren wir hier eigentlich am Skillen? Also was war ich am Skillen? Weißt du das noch? Nee, ne? Das weiß ich nicht. Hm. Du hattest, glaube ich, das eine und ich hatte das andere. Ach, so war das. So, warte mal. Ich mache kurz Zementmischer wieder hier. Betonmischung. Mischung. 439, alles klar. Ich mix mir da mal ein zusammen, Tobi. In the mix. Apropos, Wixens vom Outer Space hat gerade ein Update bekommen. Weißt du, wir müssen Muni sparen, aber das ist mir immer wert. Was? So, also wir basteln jetzt am großen Haus weiter, ne? Will am gescheitesten sein, ne? Oh, links ist ein Zombie, pass auf. Ja, ich hab schon gesehen. Eigentlich können wir die auch wegräumen. Wir haben ja das Ding noch nicht hingelegt. Haut der gegen meinen Baum? Der haut gegen deinen Baum, Tobi. Das der ist haut ja gegen wohl... Also, das ist ja jetzt aber wirklich... Das ist Naturschändung, würde ich sagen. Wie sieht der denn aus? Ist das ein neuer? Der hat einen Bart und ist aber irgendwie... Warte, komm mal rum. Ich will mal sehen. Ist er schon tot? Ja, aber du siehst ihn noch sehr schön. Der despawnt, sobald ich ankomme, pass auf. Haben die. Verwesen die immer mehr oder was? Guck dir mal das Gesicht von dem Typen an. Nee, den hatten wir. So einen Bauern hatten wir noch gar nicht. Nee, den nee. Haben wir nie gesehen. Hä, sind das vielleicht die hier vorher gewohnt haben? Ja, jetzt nicht mehr, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Ist ja Immobilie frei. Praktischerweise. Wir haben die ja nur, also. Wir passen ja nur für die Bewohner drauf auf und ergänzen die um sinnvolle andere Gebäude.
Okay, Stahlgitter. Das heißt, Leute fanden die Idee per se nicht schlecht. Ist das richtig? Habe ich das jetzt... Das würde ich jetzt so nicht aufnehmen. Wäre ich vorsichtig. Ich muss daran glauben, Tobi. Ich muss daran glauben. Also die Folgen hatten zumindest nicht mehr Dislikes als sonst. Da müssen wir mal wieder ein ordentliches Feld anlegen, wa? Das sind ja, man muss ja Tradition bewahren. Und die Leute müssen ja auch, wenn die nach Hause kommen abends und die sind sauer, die wollen ja ihren Frust auch irgendwo hintragen. Und bevor man dann den Ehepartner verprügelt, ist es doch gut, wenn Tobi und Erik mal wieder Felder umgraben. Ja, absolut. Das ist ein Dienst an der Menschheit, den wir hier machen. Das sehen, nur manche sehen das leider nicht. Ne? Das wird dann offenbar immer so von oben herab behandelt, aber in Wahrheit ist das sozialpädagogisch, was wir hier machen. Absolut. Ah, Tobi, wie fühlt es sich an, ein so guter Mensch zu sein? Schon immer fühle ich mich sehr gut dabei. Ach ja, Mensch. Ich finde, man kann bei dir noch was lernen. Das kann ich nur zurückgeben, Erik. Absolut. Ach, danke schön. Ach, Tobi, wir sind schon sehr gut. Wir sind die Helden der Menschheit, da kannst du einfach nichts anderes sagen. Wir haben ein neues T-Shirt im Shop, da steht einfach drauf, wir sind schon sehr gut. So. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Das Ding ist, ich überlege halt jetzt, was ich mache. Sollte ich vielleicht losmarschieren und sollte nach einem Messbecher nochmal gucken? Oh, Tobi. Ja. Du wirst es ungern hören, aber dein Discord, ne? Oh, ist das schon wieder am Kratzen? Ja. Oh. Leider ja. Ich hasse das. Okay. Okay, ich mache hier erstmal die Wände. Tut mir leid, alter Freund. Es tut mir leid. Ich verstehe halt doch nicht, was das ist. Ich wünschte, ich müsste nicht der Typ sein, der es dir sagen muss, Tobi. So. Warum ist mein Spiel so leise? Hä? Ach, ich habe das letzte Mal, glaube ich, leiser gestellt, wegen einem komischen Bohrer, ne? Jo, das kann sein. Das kann sein. Ich mache das mal auf 60%. Mal gucken. Auf 60? Huch, was war das? Was war das? Ich habe es jetzt auf 60, aber es klingt immer noch leise. Boah, was? 60? Ich habe das immer auf 35. Echt? Ja. Aber du nimmst die Tonspur von dem Spiel auch separat auf, ne? Nee, du bist mit auf der Tonspur vom Spiel, aber du bist auf jeden Fall lauter als die Tonspur vom Spiel. Okay. Ja, nur vorher war das halt extrem leise. So, Oh, jetzt habe ich kein Zement mehr. Gut, dass ich wieder was vorbereite. Und wir brauchen noch ein paar Stahlgitter, vor allem wenn es ein bisschen nach oben geht. Aber ich glaube, oben können wir dann auch Holz verwenden, ganz normal, weil da kommen die Zombies bestenfalls nicht hoch. Also wenn die da hochkommen, ne, bin ich aber raus. Ja, dann spiele ich 4 Gewinn, ganz ehrlich. Ist was? Ich hätte auch zujubeln sollen. Jeden Mittwoch ist hier Marathon. Macht nur keiner mehr mit. So. Okay, dann gehe ich mal gucken. Stahl. Wir brauchen noch Stahl. Oh nein, ich habe wieder keine Ausdauer, bin runtergefallen. Ich muss mehr Kartoffeln essen, Tobi. Omega Lul. Oder steht schon. Ich freue mich, wenn die Pilze fertig sind und wir können Suppe machen. Da freue ich mich echt drauf. Suppe. Eisen hatten wir aus der Mine, ne? Da haben wir so richtig viel rausgeprügelt, wenn ich mich recht entsinne. Und da kriegen wir noch mehr raus. Ja, da ist, glaube ich, noch ein bisschen was. Sehr gut, sehr gut. Ich hoffe nur, die Zombies gehen nicht hier in das Haus und ramponieren hier trotzdem, aber ich glaube, wir sind weit genug davon entfernt. Dann ist alles weg. Vielleicht sollte man unten mit Holz doch nochmal so ein bisschen, ne? Außer unserer Hoffnung, Tobi. Oh, ich habe 200 Stahlgerüste gemacht, weil ich im Voraus... Oh! Schlau, oh. Erik. Oh! Da ist mir wohl ein paar Sehen passiert. Starke Nummer! Oh Gott. So, hier Mix Nummer 139 Zement. Da ist noch ein bisschen Betonmischung. Nice Sache, Tobi. Nice Sache. So, 200 Stahlgerüste. Da. Richtig schön hochwertiger Stahl. Gerüste. Deutsche Gerüste. Über die Zombies prasselt ein Stahlgewitter, wie man noch nie eines gesehen hat.
Okay. Oh. Claim wegen Urheberrecht. Ja, wahrscheinlich ja. So. Von Sony Music. Hä? Ja, die claimen doch alles. Die claimen wirklich alles. Ich habe jetzt von Angry Joe ein Video gesehen. Der hat ein eigenes Video von vor Ewigkeiten bei sich zitiert, als Zitat im Video gehabt und kurz reingeschnitten. Und da waren 4 Sekunden Hintergrundmusik in dem reingeschnittenen Video. War das schon Hintergrundmusik? Und da irgendwie in the jungle, the mighty jungle, leise im Hintergrund. Aber und das nochmal leise im Hintergrund reingeschnitten. Für 4 Sekunden. Ja. Das ganze Video geclaimed. 17 Minuten, alles weggeclaimed. Ja. 4 Sekunden Musik. Ist halt Sony eigentlich. Puh. Aber gibt es da nicht sowas wie Fair Use und Zitatrecht? Irgendwie sowas? Nicht mehr, Erik. Die Nummer ist durch. In USA. Hier sowieso nicht. Ach so. Hier haben wir das nicht. Das stimmt. Ich höre hier Zombie, aber wo? Ich höre einen Zombie, aber ich sehe keinen. Okay. Das ist schlimm. Also eigentlich dürfte das so gar nicht, ne? Eigentlich dürfte das ja normalerweise nicht passieren, sollte man denken. Oh. So, was denn? Ach, hier sind ein paar Zombies. Achso, oh nein, ich wollte das ja anders machen. Ich kann das nicht aufnehmen, okay. Ich wollte ja hier, dass man noch hier landen kann, und zwar lieber eine Zweierbreite. Wo habe ich den Zombie hier gerade gehört? Ich hoffe nur, es gibt keine Zombies, die über Abgründe springen können. Die gibt's bestimmt. Wobei, auch das kann egal sein, wenn wir da diese Leiter haben, die ein bisschen in der Luft hängt. Und ich hoffe, es gibt keine Zombies, die an Leitern springen, die in der Luft hängen. Die gibt's bestimmt. Klar. Ich habe das Gefühl, in diesem Spiel gibt's alles, woran man nicht glaubt. Das glaube ich auch. Und wahrscheinlich in diesem Augenblick, während wir hier bauen die Zombies sich da hinten auch eine andere Basis. Ja. So richtig Command & Conquer-like und schicken ihre Truppen rüber. Ihre Atombombe. Ihr Notstrahl. Ne, wie hieß, war das? Ne, doch, Notstrahl hieß das, glaube ich. Notstrahl, ja, genau. So, das ist schon mal gut. Dann kommen wir hier hinter. Wir könnten da theoretisch, da reichen Holzdinger, glaube ich, um da was drauf zu, oder? Können die schnell zerstört werden. Die Zombies, glaube ich, gehen die da ran? Wahrscheinlich ja. Also vielleicht keine MGs auf Holzgeschütze, auf Holzsteine, Holzblöcke stellen. Die machen doch alles für Reichweite. Boah, Tobi, dein Discord ist ein Traum. Ja, ich starte nach der Folge gleich mal neu. Das ist gut. So. Dann mache ich das hier mal fertig. Und ansonsten gucke ich mal, dass ich zumindest die Außenwände hinkriege. Wenn es drinnen nicht so hundertprozentig sitzt am 28. ist das okay. Aber wir brauchen die Außenwände. Die brauchen wir ganz dringend. So. In the jungle, the mighty jungle, the lions sleeps. Oh nein, nee, oh jetzt, oh. Erik. Tut mir leid, Tobi. Zack, Verdienstausfall. Darf man eigentlich Songtexte anders vortragen? Also wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Songtext habe, den von eben, wenn man den so lyrisch vorliest. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Geht das so oder ist dann auch noch Copyright, ne? Also, soweit ich das richtig verstanden habe, wäre das dann auch ein Copyright-Strike. Also nicht ein Strike, sondern das würde halt ein Upload-Filter nicht erkennen, ob das jetzt lyrisch ist oder wie das halt ist, ne? Ja, gut, der wird es, glaube ich, gar nicht checken. Das wäre manuell. Diese 4 Sekunden, die geclaimed wurden, war übrigens auch manuell geclaimed von einem Mitarbeiter von Sony. Nicht irgendwie automatisch als Fehler. Das war manuell, ja. Ach toll. Das heißt, da muss sich jemand das 17-Minuten-Video angeguckt haben und hat gesehen, oh! Und hat das dann geclaimed. Ja, das sind halt schon ähnliche Ehrenmänner, ne? Das finde ich erschreckend, ehrlich gesagt. Das finde ich richtig erschreckend. Und mich wundert, dass Sony das nötig hat. Das wundert mich ein bisschen. Und eigentlich ist es dann immer noch Fair Use aus den USA. So, okay. Ich habe noch 155 Stahlblöcke. Ich glaube, ich würde hier doch noch eventuell noch einen tiefer gehen. Das heißt, ich müsste leider doch noch mal graben. Kann ich die Schaufel kurz reparieren? Das kann ich wohl. Da muss ich leider doch noch mal eingraben. Ja.
fette Sau. Hä? Aber Tobi, wir haben doch darüber gesprochen. Du wolltest mich nur noch moppelig nennen. Ach so, Entschuldigung. Ja. Ich habe heute 5 Kilo abgenommen. Um den Kopf, ja. War beim Friseur, richtig. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Nacken richtig nackt, also quasi 0 mm. Hast du jetzt so eine, wie nennt man die? Diese seitlich ist so ein bisschen kürzer und oben ist länger. Ja, genau. Unten hat gar keine Haare mehr und das geht dann so über bis nach oben halt, wo es immer noch ein bisschen kurz ist. So als Undercut-mäßig. Undercut heißen die Frisuren, genau. Genau, aber die ist halt noch unten weggeschnitten quasi, noch dazu. Das ist ganz cool. Also ich kenne mich mit Frisuren nicht so aus, aber das war ganz cool. Übrigens an dieser Stelle liebe Grüße an die Friseur. Guck, der kommt. Sag mal. Da, Flugzeug. Moin. Und liebe Grüße, ich weiß nicht, ob es jemand gehört wird. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. An Jule und an Hanna. Ich hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt. Wer ist das denn? Das ist nämlich die Freundin vom Friseur und die schaut nämlich zu. Aha. Richtig. So, aha. Jetzt, ja. Und die stand dann etwas verdutzt im Laden später, weil die wusste, ne, die wusste das nicht und die wollte aber vorbeikommen zu besuchen und war dann da und das war ganz witzig. Abgesehen von dieser riesigen Sinnflut, die da vom Himmel kam zwischendurch. So, ich muss hier noch die Seiten ausgraben, ne? Ja, da muss ich noch die Seiten ausgraben und später soll ich noch den Boden weggraben und noch, also ich muss noch mal ein tiefer, um den Boden dahin zu machen. Ich hätte die Kartoffel mitnehmen sollen, nicht der. Oh, ich gönn mir Kaffee. Tobi. Ich gönn mir Käffchen. Gönn dir mal ein Käffchen. Oh, das ist richtig Leistungssport beim Buddeln. Mann, Tobi, ich krieg so einen Bizeps hier gerade. Besser als dieser blöde Red Bull-Kram. Hm? Ich hätte mir einen Kaffee machen sollen gerade, aber ich wollte halt schnell nach unten, ne, weil ich eh schon zu spät war. Ach. Und da ich ja morgen so früh raus muss, wollte ich ganz schnell aufnehmen. Ist ja doch ein bisschen später geworden heute. So. Ach, naja. Gut. Also ich habe heute lange Zeit, Erik. Ja, sehr gut für dich, Tobi. Das sagst du auch nur so. Inwieweit klappst du ja auch um 3 wieder die Augenlider nach oben, nach unten. Das ist wie so ein kleiner Ladenbesitzer in deinem Kopf, der geht zu den Augen und Punkt 3 Uhr macht er so, da gehen die Jalousien runter vor die Augen. Ja, Feierabend. Genau so. Ah. Okay, jetzt müssten wir theoretisch noch eine Rampe hinbauen, glaube ich. Damit die Zombies ja auch wieder rauskommen. Aber die Rampe mache ich, glaube ich, erst hinterher. Was denn? Tobi, was denn? Komm, ich rede. Wir suchen am scheiß Messbecher und ich finde nirgendwo, ey. Du suchst immer noch den Messbecher. Ja, wir brauchen noch zwei. Mein Gott, bist du naiv. Entschuldigung. So, jetzt hier. Ich grabe. Und das macht mir so viel Spaß. So. Müsste meine Ausdauer gleich mal ein bisschen nach oben kicken. Indem ich mir gleich noch mal ein paar Kartoffeln hole. So. Boah, der Kaffee ist echt Gold wert. Kann man den stacken eigentlich? Also wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, geht das? Oder geht die Ausdauer sofort nach oben? Das ist halt echt super. Ja, der Kaffee, der ist echt, auch gerade im Kampf und sowas, ist der echt sau nice. Den sollte ich mir wirklich auf den Button legen. Ja. Mann, wie gut, dass offenbar jemand ein Kaffeefeld angelegt hat in diesen völlig langweiligen, downgewordeten Folgen. Erik, das war eine super Idee. Ne, sag ich doch. Und warte mal ab, bis die leckere Gemüsesuppe kommt. Wir werden ein völlig neues Leben leben, wenn wir bis dahin nicht tot sind, geschrieben. So. Auch hier wieder sehr langweilige Buddelfolgen bei mir auf dem Channel. Beim Tobi ist, glaube ich, spannender gerade. Aber es muss ja gemacht werden. Vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt. Oh Gott. Guck
komisch. Ich habe den Spruch auch bei Funk gebracht, der das gleiche gesagt. Oh Gott. So. Ey, das ist eine fucking Holztür und... Tobi, was ist denn da? Was passiert da draußen in der Welt? Rede mit mir. Ich sitze hier gerade im Schützengraben. Rick, das willst du gar nicht wissen, was hier passiert. Bisschen neugierig bin ich schon. Ich renne hier durchs Haus und gucke, ob ich irgendwo so okay, einen Scheiß... Okay, danke. Ein scheiß Messbecher. Ja. Hast du in der Wiki... Es gibt ja keine aktuelle Wiki bei Seven Days, habe ich das Gefühl. Ne? Die sind alle schon irgendwie ein bisschen alt. Ich habe auch das Gefühl, dass die ein bisschen veraltet sind, ja. Boah, dein Discord, ne? Ich weiß nicht, woran es bei dir liegt. Das ist einfach eine Katastrophe. Hast du was gegen meinen Discord? Ja. Ja, was denn? Was ist es denn? Ich hasse dein Discord, Tobi. So, jetzt habe ich es dir endlich mal gesagt. Ich hasse es. Es ist ein glühender, alles verzehrender Hass. So. Ich weiß auch nicht. Was ist. Ich weiß, was es ist. Hm? Viele wissen es nicht, aber der Tobi hat neben seiner Display-Karriere noch heimliche Musikkarriere gestartet. Und das ist immer noch das angeschaltete Autotune. Das heißt, wenn der so wird, so, blö, ich bleibe da im Graben. Oder ich hole mir ein Messer. Zack, weltet. So, Tobinator Bra. Bitte nicht. Alles nur nicht er. Was? Capital Tob? Vielleicht so rum? Nein. Na gut. Vor allen Dingen, ich verstehe. Ich glaube, ich bin offiziell alt geworden. Ich verstehe diese Musikrichtung nicht. Nee. Also ich verstehe sie schon, aber es klingt halt immer so, als wären die Leute, wenn die in der Speicherkabine sind, als hätten die echt eine beschissene Nacht gehabt oder hätten gar keinen Bock da zu sein. So. Ja. Ich finde einen Flusen bei mir in der Tasche. Mein Leben ist so spannend. Ja, gleich geh ich weg. Dann muss ich einkaufen. Ich kaufe mir ein bisschen Kaffee. Gemahlen. Du weißt, so ist das halt. Ja, ich kann mit der Mucke halt überhaupt nichts anfangen. Das ist irgendwie... Es liegt nicht nur an dir. Bleib du bist meine Allerglin. Wenn du dich weh, kann ich dich gleich und wenn. Ja, das ist, ja. Sehr authentisch. Ne? Ich höre Radio. Ich krieg das alles mit. Kein Ticket, kein Problem. Alter, was? Was willst du von mir? Mein neuer Welthit, meine Windschutzscheibe ist dreckig. Wäre wahrscheinlich auch noch ein Welthit. Und sie sagt, Windschutzscheibe, mach sie einmal klar. Windschutzscheibe, dafür bin ich da. Und ich freue mich mein Auto. 110. Aber alle Lieder auf Platz 1, der Junge. Das muss man natürlich mal sagen. Ist halt nicht meine Musik. Wobei, war das nicht so gewesen, dass das irgendwie daran liegt, dass die viralen Songs da irgendwie noch mit reingerechnet wurden? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber die Songs sind doch immer irgendwie Platz 1, oder? Ja, das stimmt schon, ja. Wer macht das? Also, es wird schon gehört, aber ich glaube, das ist, ich glaube, da ist man vielleicht selber nicht mit Zielgruppe. Nee, da kann auch jeder hören, was er will, ne? Ja, richtig, richtig. Oder ein, ich habe 1 und 3 geschrieben. Mama wird sauer. Und jetzt mein neuer Nummer 1 Hit ohne Abendbrot ins Bett. Oh, das gibt auch wieder Downvotes. Ich rieche das schon. Klar. So. Oh, wie lange dauert das hier? Ah, ich habe wieder kein Käffchen mehr im Hals. Alles klar. Zack, weltet. Trinkgeräusche.mp3. Das ist meine neue Single. Tobi, hast du Spaß dran? Geht. Das hört sich nämlich sehr spaßig an, Mann. Ja, es sind ziemlich viele hier schon wieder. Du glücklicher. Oh, du bist unterwegs und klopfst dich mit Zombies. Einer muss es ja machen. Oh Gott, wie viele sind das? Oh Gott.
Kein Damage, okay. Wir machen einfach so eine riesen tiefe Grube, wo die runterfallen, wo die aber nicht mehr rauskommen. Und die so tief, dass sie einfach alles unterhöhlen können. Da können die sich rausgraben, wie sie fröhlich sind, ist mir egal. Die kommen da nicht mehr raus. Oh ja, man, so ein bisschen wie bei World War Z. So fette Gräben einfach. Ja, genau, einfach so ein Riesenschacht. Fertig. Und dann klettern die da hoch. Und dann, ja, das wird hier nicht passieren, glaube ich. Wäre cool, wenn es so wäre wie bei World War Z, aber ich glaube, dann würde ich das Spiel ausmachen. Ja, vor allem mit den Animationen und mit dem hakeligen Kampfsystem. Ja, das wäre natürlich, das wäre nochmal was. So. Wie kriegt man Tischtresore auf? Ich glaube, die Tresore muss man mit einer Spitzhacke aufschlagen und ab einer, wenn ich das richtig gelesen habe, in den Kommentaren und ab einer gewissen Zahl, ab einer gewissen Damage-Zahl sind die offen. Ah, okay, probiere ich das also, mal. Ja, ich glaube mit der Spitzhacke war es. Kann man die aufmachen. So, das sieht schon mal gut aus und dann, ne, ich erkläre den Zuschauer mal kurz und dann, wenn es soweit ist und wir müssen hier weg, dann können wir hier rüberspringen. Hui, da ist genug Platz. Und dann müsste hier eine Leiter bestfalls sein oder zwei für die, für die Symmetrie, vielleicht sogar zwei, mit die auseinander sind. Die hängen in der Luft, da kann man nur per Sprung ran. Ich hoffe nur, dass die Zombies hier nicht so rüberkommen. Vielleicht hätte ich einen Dreierabstand machen sollen. Tatsache, das hat geklappt. Nice. Oh, cool. Und was ist drin? Stahlpfeile, Armbruststahlbolzen, Hammer. Okay. Boah, Alter, dein Discord, der, also du sterben würdest gerade. Ah, wir haben aber auch schon 32 Minuten, wir können Pause machen, da kann ich neu starten. Alles klar, okay, dann machen wir das mal so, ne, weil das ist wirklich grausig. Okay, alles klar. Okay, Tobi, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne, und Entschuldigung, dass bei mir auf dem Channel gerade so ein bisschen lahm ist, aber wir müssen ja diesen Bunker bauen. Wir haben nur noch 3 Tage Zeit und tick-tack, Freunde, tick-tack, das ist unsere Zeit, die da abläuft. Tick-tack ist die neue Taktik. Mm. Und ich schreibe meine Uhr, es sind nur noch 3 Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.